Was geht, Leute? Willkommen zu Mafia Definitiv Edition. Ich hoffe, du bist auch mit dabei. Leute, das ist der erste Teil von Mafia Remake Version. Hier ist Mafia, die Mafia Trilogie. Hier könnt ihr es sehen. Ja, bei mir ist, glaube ich, nicht so viel. Ich habe den dritten Teil, glaube ich. Das ist jetzt der erste Teil. Ich hatte mal den dritten Teil angefangen gehabt, aber dann aufgehört. Aber wenn ihr wollt, dass ich es wieder spiele oder wenn ihr es sehen wollt, abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da. Schaut unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Jetzt wird es erstmal richtig kriminell. Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee. Danke. Schlückchen gefällig? Nein, danke. Wie Sie möchten. Also... Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Cop. Ich brauche keine Partner. Gut. Bin eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee zahlen.
aber ich hätte was im Angebot. Schießen Sie los. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Harte Nummer. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Nichts davon. Ich muss Leute beschützen. Ah, die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Ah, und niemand, der auf sie aufpasst, schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Keine Überraschung. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen. Nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie? Oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die Sie holen kommen? Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig. Seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das so sehe, ist Ihnen wohl jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt nicht locker, bis Sie im Fluss enden. Wir wissen beide, dass Sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Aber wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen? Tja, das merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Bin meistens nachts gefahren, gab mir Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Paulie und Sam getroffen. Wenn sie uns kriegen, sind wir tot. Du genau wie ich. Ich will keinen Ärger. Du kriegst aber Ärger. Fahr. Wie wussten sie, dass wir hier sein würden? Ist doch jetzt egal. Wir müssen sie abschütteln. Ja, wie viele Autos folgen uns? Nur eins. Aber es dürften mehr werden. Festhalten. Ich probiere was aus. Heilige Scheiße. Wer waren diese Kerle? Stell keine dummen Fragen. Wir müssen über den Fluss. Nimm die Giuliani-Brücke. Oh, okay. Geht's deinem Bein da gut? Tut verflucht weh. Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Weiß nicht, muss wohl nicht sein. Ich rufe ihn trotzdem an. Hey, du Lauschfahrer, du hast hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hin wollt, sonst nichts. Dann mach das. Ich find's richtig geil, dass die diesen Teil, also diesen Remake auch rausgebracht haben. Ich wollte schon immer mal spielen. Okay, wir sind am Fluss. Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind? Die Fragen nerven mich langsam. Und jetzt kann ich sogar aufnehmen und spielen. Ich weiß, es ist schon lange her, ist vielleicht schon ausgelutscht für ein paar, aber
Mir macht Spaß, aus dem Grund will ich hier spielen und aufnehmen. Richtig geil. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah. Ich kenne ein paar Abkürzungen, die kriegen uns nicht. Mir egal, wie du es machst. Schüttel sie nur ab. Okay, beruhig dich. Oh shit, ich muss hier da rein. Oh shit, ich hab die Frau gefunden, oh mein Gott, scheiße. Das sind mehrere Baustellen, sehe ich gerade. Sind hartnäckig, muss man ihn lassen. Okay, warte mal, hier kommen die nicht rein. Jawohl. Shit, die kommen wieder. Häng diese Idioten ab! Die haben Staub geschluckt! Wir sind noch nicht durch! Fahr weiter! Die armen Bastarde, die hier die Straße aufreißen, werden nicht glücklich darüber sein. Drei weniger. Wie viele Karren waren bei der Übergabe? Vier, vielleicht fünf. Er hat bestimmt mehr gerufen. Fühlt sich so an. Nächstes Mal bringen wir mehr Männer. Hätten's ahnen müssen. Wenn der Boss davon erfährt, wird's richtig ungemütlich. Okay. Die haben Verstärkung gerufen. Es werden immer mehr. Außerhalb unseres Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Okay. Fahre nach Little Italy, was? Ich liebe diese Zeit, ey. Ich will diese Zeit. Ist einfach die geilste Zeit. Guck mal, alles so alt. Die Brücke ist um, oder? Ja. Wir schaffen das. Shit. Was zum Teufel machen wir? Anschnallen und beten. Das war eine Premiere. Heilige Scheiße. Okay, ab nach Little Italy. Hast noch keinen Feierabend. Das habe ich nicht erwartet. Hat er uns verpfiffen? Du bist jetzt erstmal still und wir besprechen das dann in der Bar. Also was war das? Ey, krank. Das liebe ich einfach an diese Mafia-Spiele. Immer richtig Action. Okay, wir sind fast da. Halte vor der Bar da. Salieris Laden? Ja, genau der. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Entschädigung für deine Mühen und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Ist sicher mehr als genug. Gut.
Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen oder ehrliche Arbeit, frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Ja, okay, danke. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt, beim Pokern gewonnen. Die Kratzer am Auto? Du bist einer netten alten Dame ausgewichen, kapiert? Na klar. Wir sehen uns, Junge. Alles klar. Und die Schussdinger da, die was am Auto sind, die Löcher auch. Dame ausgewichen. Alles klar, sag ich auf jeden Fall. Ey, Mann, ey. Krass. Die beste Ausbildung. Als ich den Umschlag sah, setzte mein Herz kurz aus. Genug für die Reparatur? Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen Sams Worte über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war's klar. Ich blieb draußen. Okay. Geil. Also ich weiß zwar nicht jetzt, wer der Hauptcharakter hier ist. Oder mit Nach der Nacht mit Salieris okay. Jungs wollte ich sofort wieder arbeiten. Fühlte sich aber anders an. Als Taxifahrer hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und man denkt auch viel über andere nach. Sie da, Fahrer. Ja, Ma'am? Fahren Sie oder lümmeln Sie rum? Ich fahre, Ma'am. Immer am Fahren. Okay, ich bin ein Taxifahrer einfach nur und ich spiele mit Tommy. Also wohin? Ist neu. St. Michael's Church, ohne Umweg. Doch, ich nehme die krassen Umwege überhaupt. Vorsichtig bitte. Ich fahre immer vorsichtig. Da wären Sie der Erste. Ich fahr vorsichtig, alles klar. Stellen Sie diesen Lärm ab. Der macht einen doch verrückt. Das ich hab ist schon viel besser. Langsamer. Ich weiß, ich hab nichts gehört, aber... Sie bringen uns doch um. Zur Kirche also? Ist schon Sonntag. Augen auf die Straße, bitte. Hey, Mann. Sind Sie taub? Langsamer, habe ich gesagt. Okay. Beruhig dich, alles gut. Ich glaube, Tommy ist der Hauptcharakter. Ich weiß es. Ich glaube, mit dem spielt man hier. Halten Sie hier an, beim Park. Okay, alles klar, mache ich. Hier, bitte. St. Michael's. Das macht 30 Cent. Als Trinkgeld bekommen Sie einen Rat. Rauchen Sie nie im Auto. Ich rieche jetzt wie ein Aschenbecher. Klar, wie Sie meinen. Du musst es nicht bei mir einsteigen, Herr Wall. Ja. 30 Cent waren schon wenig oder übel wenig. Kunstgalerie, aber schnell bitte. Klar, schnell kann ich gut. Haben Sie heute frei? Was geht Sie das an? Nichts. Ich frage nur. Ich zahle fürs Fahren, also tun Sie das. Ja, alles klar. Sieh sich das mal einer an. Die Rezession hat die Leute faul gemacht. Ist eine gute Ausrede. Da draußen gibt's keine Arbeit. Arbeit gibt es immer. Man muss sie nur finden. Verstehe. Sie sind ein sehr beschäftigter Mann. Sieht man dieser Tage nicht oft. Ich habe diese elende Depression kommen sehen. Hab gut verkauft. Also ja, ich darf beschäftigt sein. Sehr beschäftigt damit, sich alte Bilder anzusehen? Ich habe eine Besprechung mit einem Kollegen, nicht, dass sie das irgendwas anginge.
Verstehen Sie vielleicht, wenn Sie mal richtige Arbeit finden. Bis dahin, fahren Sie und lassen Sie mich in Ruhe. Ja, ja, schon kapiert. Der schießt einfach gegen Komm her, krank. Also nett mit seinem Ton. Ich könnte dich auch direkt da ablassen, dann fertig aus. Aber ja, egal wo, Kunde ist ja König. Danke, Mann. Hier sind 50 Cent. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ich werde versuchen. War das früh so günstig, oder was? 50 Cent. Echt also nur Arschlöcher heute. Auf zum nächsten. Das heißt, ein Brot hat 10 Cent gekostet oder was? Früher. Hä? Das ist ja übel wenig. Ich habe noch nie in den 30ern gelebt, keine Ahnung. Ja, komm doch. Ich bin Taxi, Taxi auf jeden Fall, ey. Oh Mann, du siehst fertig aus. Ich habe seit 5 gearbeitet. Was ist Ihre Ausrede? Fusel. Macht Sinn. Wohin fahren wir? Little Italy, 21. Straße. Okay, ich erzähle den Bullen nichts von ihrer Schnapsfahne und sie sagen nichts, wenn ich zu schnell fahre. Alles klar? Alles klar. Gute Fahrten dabei heute? Ein paar, aber man kann nie genug haben. Wer kann sich schon eine Taxifahrt leisten? Seit dem Börsencrash ist ja alles scheiße. Ich sitze auch nur hier, weil ich besoffen bin und mich verlaufen würde. Die Bullen sehen genug Betrunkene. Die suchen nur nach Leuten, die das Zeug schmuggeln. Ich hab sie schon nach kleinen Fischen angeln sehen. Mag sein. Wenn sie meinen, dass sie was aus dir rausholen können, ist jeder Vorwand recht. Die Stadt ist verdammt korrupt. Und ob. Mein Cousin hat um die Ecke einen Kaffeestand. Mach eine Pause und sag ihm, Lucio schickt dich. Danke. Mach ich vielleicht. Okay. Ja, ich mach sogar die Pause. Krass. Verdammt, was zum... Na, Kumpel, kennst du mich noch? Ja? Mr. Morello ist etwas sauer. Solltest Salieris Schläger nicht helfen, hm? Jetzt breche ich dir ein paar Knochen. Damit du nicht vergisst, wer in dieser Stadt das Sagen hat, wirst du ein bisschen Probleme mit dem Laufen haben. Sieh dir den an. Es wird ja noch richtig spaßig. Los, auf ihn. Oh mein Gott. L3. Ich weiß nicht, wohin. Renn doch. Hey, ich hab's gerade nicht gecheckt. Okay, aber Tommy ist der Hauptcharakter auf jeden Fall. Ich wusste ja nicht, wer der Hauptcharakter bei dem ersten Teil ist. Gut zu wissen. Ach so, da, ich seh's ja safe. So, wenn nächstes Mal pinklich woanders sind. Au. Die schießen einfach, obwohl die über... Oh mein Gott. Sind die auch so schnell wie ich? Immer da.
gut, Junge? Dino, Blue, wollt ihr was von Don? Nee, wir wollen nur mit dem Taxifahrer hier sprechen, sonst nichts. Ach, wirklich? Ja. Das ist der Lieblingsfahrer vom Don. Alles, was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja, dann hör mal gut zu. Wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Tja, na dann geht ihr vielleicht gar nicht mehr. Also gut. Wir sehen uns, Jungs. Gehen wir los. Danke. Ist das Mindeste. Komm mit! Sagen wir dem Don Hallo! Don Salieri? Ja. Er wird hören wollen, was passiert ist. Aber Leute, ich würde sagen, ich belasse jetzt hier mit der ersten Folge von Mafia. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und zeigt mir auch, dass ihr mehr von Mafia im Remake sehen wollt. Ade.